So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mount & Blade mit Feuer und Schwert. Und ja, es geht weiter mit den letzten Folgen. Waren wir doch sehr erfolgreich hier gegen die Schweden unterwegs. Auch die Polen konnten wir erfolgreich abwehren in verschiedenen, in verschiedenen Städten und Festungen. Mit den Polen habe ich aber mittlerweile schon wieder Frieden geschlossen, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Wir sind nach wie vor im Krieg mit Schweden. In den letzten Folgen hat sich unsere Truppenanzahl deutlich erhöht. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, woran das liegt. Ich vermute, das ist jetzt ein spontaner Gedanke, dass es vielleicht auch mit dem Ansehen zu tun hat, weil wir generieren in letzter Zeit sehr, sehr viel Ansehen. Wir haben mittlerweile 800 Ansehen. Vielleicht irgendwie pro 50er, pro 100er Stufe nochmal irgendwie 2-4 Trupps mehr. Das ist eine Vermutung. Aber gesagt, also anders kann ich es mir nicht vorstellen, wie wir darauf kommen. Ja. Wir sind auch bald dabei, die nächste Stufe zu erreichen, Wendigkeit 11. Ich hoffe, dass die hier dann endlich ausreicht, um die Fertigkeiten hier zu erhöhen. Das wäre mir sehr wichtig. Jeder Punkt fügt 5 Waffenpunkte hinzu und erhöht die Waffengeschwindigkeit um 0,5%. Das klingt auch schon mal gut. Folgende Fertigkeiten können nicht über ein Drittel des Wendigkeitswerts hinaus entwickelt werden. Waffenmeister, Schild, Athletik, Reiten. Das heißt, wenn ich das richtig jetzt übersetze, brauchen wir ein Drittel, also über ein Drittel quasi des Wendigkeitswerts, also über ein Drittel über dieses Werts hier, den wir bei den Fertigkeiten haben. Das wäre ja 4. Der nächste Wert, den wir hier erhöhen wollen, ist 4. Und Wendigkeit haben wir 11 und ein Drittel wäre halt bei 4 dann erst 12. Das heißt, wir müssen eigentlich noch 2 weitere Wendigkeitspunkte skillen. Juhu, aber jetzt haben wir zumindest schon mal eine Perspektive. Hätten wir schon längst haben können, aber ich habe zwischendurch auch Intelligenz mal geskillt, was mir eben auch sehr wichtig war. Ja. So. Okay, wir kaufen erstmal neue Granates. Granates. So, dann kommt die weg. Interessanterweise bekommen wir, wie es... Ah ne, die sind auch nur noch 310 wert. Ich denke mal, das ist auch ein Unterschied, oder? Ich habe leider keine vergleichbare Granate. Na gut, die packen wir jetzt hier rein. Hier haben wir ein schottisches Breitschwert ausgewogen. Das nehme ich jetzt mal mit. Und wir packen normales schottisches Breitschwert rein. Wie gesagt, Inventarplatz ist wichtig, aber gut, das ist doch jetzt relativ überraschend. So. Muss auch mal eins aus. Wir haben jetzt ja sowieso schon 2. Wir wurden auch lange nicht mehr gefangen genommen, was auch übrigens eine sehr gute Nachricht ist. Wie sieht es eigentlich in Königsberg aus? Wir haben hier 500 Mann aktuell. Ja, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Pack mal die Reiter dazu. Schwarzen Reiter. Tja. Aber schön, dass wir mittlerweile schon 124 Mann haben. Also wenn das alles schwere Kavallerie dann ist, aktuell haben wir wirklich ausschließlich schwere Kavallerie in der Armee, ist das natürlich für den Feind ein großes Problem. Burg Einstein, gucken wir mal zurück, wie es da aussieht aktuell. 122 Mann, ich denke, das könnten wir guten Gewissens belagern. Aber erst kümmern wir uns hier um den General, der gerade fliehen will. General Simon Grunde Helmfett. Helmfett, so. Und ja, den greifen wir ganz offen an. So. So, er hat viele Legionäre dabei, viele Milizionäre mal wieder, typisch für solche Armeen. Treffen wir damit was? Ja, das war eine gute Nate. Oh ja, das macht Spaß. Und Kavallerie zum Angriff. Und hier haben wir wieder kostenlose Erfahrung. Würde ich mich freuen, wenn man wieder irgendwann ein schottisches Breitschwert veredelt finden würde. Das hatten wir einmal bis jetzt. Und ich glaube, der ultimative
Die ultimative Waffe, die man wirklich finden kann, ist dann zumindest für ein Pferd. Ein schottisches Breitschwert, meisterhaft. Aber ich will gar nicht wissen, wie oft man sowas finden kann. Das ist sicherlich sehr, sehr, sehr selten. Aber ich bin zufrieden mit der Waffe, die wir hier haben. Und zumindest ein ausgewogenes schottisches Breitschwert, nehmt es mit, es lohnt sich definitiv. Im Early Game ist es natürlich riskant, weil man natürlich jederzeit das verlieren kann. Deswegen empfehle ich das, wenn dann, erst später mitzunehmen. So, sehr schön. Aber allgemein, schottische Breitschwerter kann man auf alle Fälle den handgemachten normalen Breitschwertern vorziehen. Und sie sind wirklich günstiger. Oder fliegt wieder ein bisschen Infanterie? Nee, die fliegt nicht. Aber Granaten haben anscheinend wirklich so eine moral reduzierende Wirkung. Stehen bleiben. Wenn man einen richtigen Anlauf hat, dann macht man auch genug Schaden. Weil es gibt ja immer noch so einen gewissen Angriffsbonus. Hier wird nicht viel entkommen. Hier sieht man es. Kriegt man einen Angriffsbonus von 80% nochmal. Oder Tempobonus 80%. Deswegen ist so ein Breitschwert auf dem Pferd auch so stark. Sehr gut. Das hätten wir. So. Ah, hier haben wir schon wieder ein bisschen Nachschub. Sehr schön. Wie gesagt, und auch das Claymore ziehe ich jetzt mittlerweile dem Zweihandschwert vor. Ich möchte mal was nachschauen. So. Also wie gesagt, die Werte von dem Zweihandschwert meisterhaft, die sind überragend, ne? Aber ja, man hat mit dem Claymore immerhin 37 Schwingen. Das ist schon eine Menge. Aber wenn man sich das ganz genau überlegt, kann man statt so einem Claymore auch ein schottisches Breitschwert nehmen. Weil das macht mit Schwingen ja auch 35 und damit macht das Claymore nur 2 Schaden mehr. Hat aber wie gesagt diese Waffenreichweite und die ist gerade in der Belagerung ziemlich interessant. So, die ist doch sehr interessant, diese 20 Punkte mehr, die es hat, hatte ich glaube ich schon mal erläutert. Und es hat eben einen Bonus gegen Schilde, ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil nicht so viele Einheiten Schilde eben haben. Genau. So. So, schwedische Reiter haben wir nicht, dann hole ich aus dem Stadtzentrum noch ein paar. So. So, 120 Mann haben wir jetzt. So, ja, das sollte ausreichen. Wir werden ja sicherlich noch einige Truppen befreien. Leitern vorbereiten. Habe ich Granaten ausgerüstet. Ein, zwei Granaten würde ich schon mitnehmen. Und ja, das Zweihandschwert lassen wir mal weg. Gerade in der Verteidigung finde ich es gut, aber im Angriff ist es von Nachteil. Dann nehme ich lieber das schottische Breitschwert. Es ist so wirklich die Allrounder-Waffe, finde ich, in Mountain Blade. Mit Feuer und Schwert. Und ich bin ein riesiger Fan von denen. Breitschwertern allgemein jetzt explizit von den schottischen. Was ich ja vorher auch gar nicht wusste, dass die wirklich so viel besser sind. Ist aber auch wie gesagt eine Weile her, dass ich zuletzt Mountain Blade gespielt habe mit Feuer und Schwertern. Auch das allgemeine, also das, den ersten Teil davon. Aber bis jetzt macht mir dieses Let's Play sehr, sehr viel Spaß. Ich denke mal, wir sind jetzt auch mittlerweile in der Halbzeit angekommen. Und ja. Nun zurück. Übung von Burg Einstein. Da ist ein Scharfschütze. Da links stehen Leibgardisten, rechts stehen welche. Aber unsere schwedischen Reiter, die sind natürlich schon oben, weil hier auch nur Milizionäre aktuell versammelt sind. Da brauche ich die Granaten gar nicht mehr.
Okay, so kann man es auch machen. Sehr gut. Ja, das ging ziemlich fix. Wo ist die Verstärkung? Das war's schon, oder wie? Okay, das waren wirklich nur noch Milizen. Das ging fix. Ah, da standen noch ein paar Schützen in der Ecke. Sehr gut, Männer. Was haben wir denn befreit? Waldgardisten würde ich schon mitnehmen. Waldgardisten sind auch schwedische Einheiten. Dass die hier gefangen genommen werden, ist doch ein Skandal. Oh, schwedische Reiter, natürlich nehme ich die mit. Ich wusste doch, dass wir hier auch ein paar von denen befreien werden. Sehr schön. Und 7 Reiter haben wir auch noch. Ja. Da ist es ausgereizt. Sehr schön. Burg Einstein. So, diese ganze Stadt bekommt. Hans von Königsmark. Wir haben wenig Fürsten, aber die sind sehr, sehr zufrieden. Das ist doch eine gute Nachricht. Geflügelte Husaren. Nö, nö, das passt schon. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Ewald wurde ja auch. Oh, Ewald. Ewald wurde zurückerobert von den Moskauern. Ja, mit Walburg ist halt auch noch die Geschichte. Das ist auch noch die Geschichte. Diese Festung wird immer noch gehalten. Okay, dann erobern wir als nächstes Mal Reval. Das wird sicherlich die schwächste Garnison aktuell haben. Hallo, nach links. Gucken wir mal, was wir hier haben. 167 Mann und der Trupp von Karl Gustav. Ah, ist nicht ohne. Na, erstmal kümmern wir uns um diesen General. Meine Helden greifen schon an. Na gut. Akkürassiere. Victor ist aufgestiegen. Okay. Zum Angriff. Nächsten Erfahrungspunkt, wenn wir weit haben. Stehen bleiben. Niemand wird entkommen. Die hat aber auch kein Breitschwert, ne? Sollten wir ihr vielleicht auch mal geben. Also kann sie eigentlich nur mit der Faust zuschlagen. Und wir haben einen Verlust zu beklagen.
Fix. So, das wäre auch geschafft. Ich bin überlegen, ob es nicht vielleicht doch zu riskant ist jetzt. Mit der Armee. Reva zu erobern. Können wir draußen warten, vielleicht kommt er raus. Wäre mir lieber, wenn wir ihn vorher fighten. Mit beiden Armeen. Ich kann mich gerne fighten. Bin bereit für den Kampf. Ah, da war gerade einer. Oh, da wird Burg Einstein belagert. Okay, zurück. Und zurück. Kommen die Kosaken. Oh ja. Schweden. Wie viele sind das? Ach, die rennen weg von mir. Gut. So, die erste Armee hier mit 220 Mann. Und ich denke, ich werde auch meine Helden wieder zur Kavallerie hinzufügen, weil die reiten halt immer alleine los, weil ich eine extra Gruppierung für die habe. Und das ist ein bisschen lästig. Also aufgepasst, Männer. So, da erwartet mich aber was. Oh, wir sind aufgestiegen. Sehr schön. Und wir sind erschossen worden. Sehr großartig. So, das gibt mir natürlich Zeit, das Ganze mal umzuändern. So. Also, die bekommt von mir jetzt noch ein Breitschwert. Die hat aber ein Breitschwert, warum? Merkwürdig. Ah, nee, warte mal, das war gar nicht die. Das war ja Fatima und die hat die ganzen zwei Schwerter von mir. Hm. Die auch mal eins. So. Jetzt haben wir definitiv mehr als genug zusätzliche Last. So, die Pistole packe ich jetzt auch mal weg, dass wir die Granaten direkt im Inventar haben. Und ja, wollte ich sonst noch was machen? Upgrades. Der kann auch verbessert werden. Und ich selber natürlich auch. Wendigkeit. So, Schild. Habe ich bis jetzt noch gar nichts geskillt, ist mir aber auch ziemlich unwichtig. Aber der Rest ist mir ziemlich egal. Zwei Waffen können wir natürlich noch verbessern. Und wir greifen nochmal an. Und diesmal, ja, komm. Greifen alle mit an. Ich wollte die Gruppe noch ändern. Jetzt habe ich es vergessen. Ach komm, das machen wir jetzt nochmal. Ich es nochmal vergesse. Also. Das ging hier. Wir machen euch jetzt einfach zu Kavalleristen. Und heute nehme ich mal genauso mit zu wie der Rest auch. So, jetzt sind alle Kavalleristen. Ja. So soll es sein. Und dann haben sie jetzt die Beziehung nochmal verschlechtert. Bleibt erstmal hier. Ich werde mal ein bisschen spähen gehen. Oh, da ist viel Infanterie. Oh ja, da kann man die Streitkraft schon mal gut dezimieren. Ich muss sagen, ich habe die Granaten am Anfang immer ziemlich unterschätzt, aber gerade jetzt im Late Game. Verdammt effektiv. So, meine schwedischen Reiter schießen ja auch fleißig.
Wir lassen den Feind noch ein bisschen näher kommen. So. Ja, ist jetzt mittlerweile so ausgedünnt, Angriff. Angriff. Hier sieht man sie jetzt auch wieder schön. Die haben schottische Breitschwerter dabei, das sieht man hier. Ja. Doch, hier, da. Das sind schottische Breitschwerter, man sieht es jetzt hier schön. Deswegen, aber wenn ihr die bekommen wollt, müsst ihr den unbedingt im Nahkampf besiegen, weil die immer die Waffe droppen, die sie zuletzt in der Hand hatten. Und das ist hier in dem Fall jetzt auch die Muskete. So, da müsste sich jetzt neue Verstärkung gesammelt haben. Ja. Und das ist ausschließlich Infanterie. So, schottische Infanterie-Einheiten und Leibgardisten, die sind mir am liebsten. Ich bringe auch gut Erfahrung, 60 Erfahrung. Das ist eine Menge. Und ihr wollt wieder mal fliehen? Ne, ihr wollt nicht fliehen. Ihr verfolgt. Jetzt flieht ihr. Sag mal. Ja, die Schlacht ist gewonnen. Riesen. Tötet ihn. Hier wird keiner überleben. Finde ich da bestimmt irgendwo eine Muskete, oder? Ja, das sieht gut aus. Nee, eine Pike. Und jetzt haben sie ein Lager aufgebaut, ne? Gucken wir uns erstmal die anderen. So, vielleicht können wir ihn überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen. König Karl Gustav hat mir meinen Anteil nie gegeben, daher sehe ich nicht, dass ich ihm etwas schuldig wäre. Allerdings ist Ex-Königin Christina vermutlich auch nicht besser, während König Karl Gustav sich immerhin bewiesen hat. Warum sollte ich ihn also wählen? Er macht gemeinsame Sachen mit Ratsherr Lennart Torstensen. Er ist ein wendiges Wiese und ich traue ihm keinen Schritt weit. Im Namen der Gerechtigkeit. Nun gut, eure Argumentation überzeugt mich nicht und ihr überzeugt mich nicht. Ich glaube, ich kenne und respektiere euch persönlich. Ich sage nein. Dann musst du sterben. Ah, blöde Map. Blöde Map. Und wir haben keine Granaten mehr. Das ist blöd. Nimm mal die meisterhafte Pistole mit. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht ausprobiert. Bin ich mal gespannt. So, da ist der Feind. Wo ist die Infanterie? Ah, da hinten. Oh, 51 Schaden bei dem Pikanier. Musketiere. Mal gespannt, wie schnell die nachlad. Nachlad. Nachlädt. So, guck mal. So. Etwas schneller als die doppelläufige Pistole. Da hinten kommt noch mehr Verstärkung.
das ist ein Massaker hier mit den Pikenieren. Also 56 Schaden für so einen Schwertkämpfer ist auch gut. Aber wie gesagt, eben nicht One-Hit. Die Siemens ins Lager zurückziehen nach einiger Zeit. Holen wir uns die erstmal noch. So, 109. Ach, die sollten wir vollständig vernichten. So, ich habe nichts mehr. Dann nehmen wir mal ein bisschen Munition noch rein. Okay, wenn man mal testet, wenn wir uns mal anschauen, wie die nachlädt. Klar, es dauert eine Weile, aber dann hat man halt auch zwei Schuss. Ja. So, wo bleibt die Verstärkung? Ah, da ist sie. Das war ein wichtiges Ablenkungsmanöver. Die fliegen halt alle. Noch ein paar Halberdier-Söldner. Boah, das ging fix. Tot. Ups, jetzt habe ich meinen eigenen schwedischen Reiter getroffen. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Ich bin auch kein guter Herrscher. Oh, minus 69. Mit dem hatten wir so gute Beziehungen. Dem schenken wir die Freiheit. So, keine schwedischen Reiter. Dann nehmen wir die moskowischen Reiter. Kürassierer gehen auch als Ersatz. Hier jetzt schon wieder. Wir haben die Schlacht gewonnen und haben jetzt statt 124, wie wir eben hatten, 125. Es muss was mit Schlachterfolgen zu tun haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Haut ruhig ab. Aber die verfolgen wir jetzt mal. So, Festung Brest. Ah, das war ein Kundschafter. So, ich brauche wieder ein bisschen Nachschub hier. So, Vilna, da habe ich bis jetzt immer am meisten Erfolg gehabt, was gute Waffen anging. Naten trifft das Ganze auch. So. Ja gut. Dann. Oh, hier nochmal. Gut aus. So, hier haben wir Schweden. Dem schenken wir auch die Freiheit. Für die guten Beziehungen. Oh, Festung Dorpat und Zwinsk wurde mittlerweile. Ich glaube, Dwinsk von wem? Ich glaube, das haben ja die Krim hat das ja gehalten, ne? Gut, gucken wir mal hier. Wen haben wir? Ah, Nielsen Kark. Wird auch eine gute Schlacht werden. Aber mit den Granaten muss man immer nachfüllen vor jeder Schlacht. Aber trotz allem definitiv lohnenswert. Weil man durch Granaten sehr viele Kills macht, mit unter 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Kills, wenn die sehr eng beieinander stehen. Und das sind dann mit einem Schlag so, können mit einem Schlag so 500, 600 Erfahrung sein, ne? Das muss man natürlich beachten. Man trifft aber auch ein paar verbündete Einheiten.
So, jetzt kommt die Meldung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kills haben wir gemacht. Pro Kill. Ja, ich weiß nicht, die Erfahrung kam irgendwie jetzt nicht, aber ich denke mal, die hat sich addiert. Ein paar Verluste ist aber auch gar nicht tragisch, wenn man ja jedes Mal Gefangene nimmt. Und da wir sowieso in regelmäßigen Abständen schwedische Reiter bekommen. Sieht aber auch ganz lustig aus jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die alle. Es ist ja auch wie so ein Wandgemälde, so diese mittelalterlichen Schlachtengemälde. Nur hier eben live auf dem Schlachtfeld. So, das ging auch wieder fix. So. Wie war? Ah, Kai Gustav ist immer noch dort. Der leckt seine Wunden. Ja, ich will nicht, dass es unübersichtlich wird. So. Dann löse ich die mal auf. Die moskowischen Reiter. Wie sieht denn das in Twer aus? Da bekommen wir die nicht zufällig. Oder? Oder? Bekommen wir die hier mittlerweile? Nee. Bekommen die Musketiere, aber in der Menge. Wir haben mittlerweile 98 Musketiere hier bekommen. Pikeniere. So. Können wir wieder ein paar Truppen hin und her schicken. Ich meine, hier in Twer brauchen wir keine 1500 Mann Garnison. Also da reicht uns auch weniger aus. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Was ich jetzt nochmal gerne machen würde, nochmal ein bisschen Taler nachscheffeln. Weil wir nicht mehr so viel haben. So, tun wir uns mit. Und dann gehen wir mal ins Stadtzentrum. Mittlerweile hier 5,8 Millionen. Also wir werden nicht mehr arm. Das steht fest. Das steht fest. Ein bisschen was mitnehmen hier. So. Ja, und dann möchte ich mich hier an dieser Stelle wieder mal verabschieden von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Interesse und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.